Das nächste Heimspiel hier im Kirchenstadion folgt dann am 24. März um 15 Uhr gegen den EV Ravensburg. Bis dahin ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen. Kevin, Glückwunsch zum Sieg. War aber eine knappe Kiste, knapper als man sich gewünscht hätte. Wie siehst du es? Ja, ich denke, erste Halbzeit haben wir es einfach verpasst, das zweite Tor zu machen. Chancen waren ja da. Dann auch zweite Halbzeit, bevor die dann die Drangphase hatte am Schluss, hatte mir auch wieder Chancen, ich auch unter anderem. Die müssen wir dann machen eigentlich. Und somit sind wir eigentlich am Schluss auch glücklich, dass wir den 1-0-Sieg mit heimgenommen haben. Es war ja ein Bild oder ein Motiv, was sich öfter geboten hat. Recht viele gute Chancen. Wenige davon umgesetzt und fast bestraft worden zum Schluss. Was hat es damit auf sich? Ja, ich denke, normalerweise wird man bestraft. Heute war mal der Glückliche. Ich denke, der Einsatz hat gestimmt und der Kampf und die Laufbereitschaft. Deswegen denke ich, dass man heute der Glücklichere war und nicht noch ein Tor bekommen habe. Wie hoch war der Druck heute? Ich meine, man empfängt den Tabellenletzten, aber auf der anderen Seite ist man zum Siegen verdammt und ein Leichtmatrose ist Weinheim bestimmt auch nicht. Ja, ich denke, Coach und alle Beteiligten haben uns richtig gut vorbereitet auf das Spiel. Auf die leichte Schulter hat es keiner genommen. Und von dem her denke ich, die 7 Punkte, ganz egal, wir schauen nicht mehr wirklich auf die Tabelle. Wir schauen nur noch auf uns und schauen, dass wir einfach so viele Punkte wie möglich jetzt einfahren, so schnell wie möglich. Du bist Neuzugang in der Winterpause jetzt dazugekommen. Erzähl mal drüber, wie der Wechsel vonstatten ging und wie gut du dich jetzt in die Mannschaft eingefunden hast. Das Thema war schon vor der Runde eigentlich da, der Wechsel. Dann hat es nicht ganz geklappt. Jetzt in der Winterpause hat es dann doch noch geklappt, kurz vor Schluss. Ich habe mich richtig gut eingefunden. Das Team hat mich gut aufgenommen. Und ja, es macht richtig Spaß hier. Und von dem her freue ich mich auf die nächsten Spiele und die nächste Zeit hier. Wie kam denn der Wechsel zustande? Also was war jetzt der Hintergrund über den Kontakt zu Spielberg? Der neue Trainer hier hat mich noch gekannt vom OEV, wo er noch Trainer war in Astoria. Von dem her war er da aufmerksam auf mich und durch meinen Spielerberater kam das Ganze dann zustande, der Kontakt. Ja, und dann hat man sich zusammengesetzt und dann kurz vor Toreschluss kam es noch dazu, dass ich hier gelandet bin. Ein Ausblick auf die Gesamtsituation, wie du sie bewertest und ein paar Worte zu dem Vertrag, den man jetzt mit dem KSC geschlossen hat. Ich denke, unsere Situation mit dem Sieg heute und mit den Nachholspielen, die wir noch haben, sieht es gar nicht so schlecht aus. Ja, wir müssen unsere Aufgaben klar erfüllen, weil sonst wird es auch eng. Aber ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass mit unserem Potenzial, dass wir den Nichtabstieg auf jeden Fall schaffen. Und die Geschichte mit dem KSC, ja, so wie ich jetzt das Ganze mal vernommen habe, denke ich, scheint eine gute Sache für Spielberg und auch für den KSC. Von dem her schauen wir mal da, was da noch so rauskommt bei dem Ganzen. Nächstes Spiel, nächster Gegner, Balinger SC. Kannst du uns da eine Prognose geben, was das für ein Spiel wird und für ein Gegner? Ganz schweres Spiel auf jeden Fall. Die haben ja auch eine richtig gute Mannschaft, spielen eigentlich diese Runde unter ihrem Niveau, finde ich. Hat man vielleicht auch eher weiter oben gesehen in der Tabelle. Von dem her müssen wir da auch wieder mehr als 100% abrufen, um da was mitzunehmen. Kevin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Ja, danke dir.